Als nächster kommt jetzt Christian Katz von der Städtefreundschaft Oldenburg-Afrin. Herzlich willkommen, Christian. Hallo, hallo. Ja, ich muss ein bisschen höher gehen. So. Wenn ich ein bisschen stocke, ist das, die Sonne ist etwas ungünstig für meine Brille. Aber das wird schon gehen. Also, ich begrüße euch alle im Namen des Vereins Städtefreundschaft Oldenburg-Afrin. Der Verein hat sich Anfang des Jahres 2018 in Oldenburg gegründet, mit dem Ziel, den gesellschaftlichen und kulturellen Austausch zwischen den Menschen in Oldenburg und in Afrin zu fördern. Mit Afrin in Nordwesten Syriens zu fördern und zur Entwicklung freundschaftlicher und partnerschaftlicher Beziehungen beizutragen. Aber schon nach den ersten Kontakten und Vereinbarungen mit der Selbstverwaltung vor Ort haben unsere Pläne einen heftigen Rückschlag erlitten. Denn am 20. Januar griff die türkische Armee zusammen mit ihren verbündeten islamistischen Milizen mit Panzern, schwerer Artillerie, Raketenwerfern und mit Kampfflugzeugen die Region Afrin an. Nach 57 Tagen schwerer Kämpfe besetzten die Eroberer die Stadt und der Kanton Afrin, nachdem die gewählte Selbstverwaltung die Bevölkerung aufgefordert hatte, die Stadt und die Region zu verlassen, um noch größere Verluste in der Zivilbevölkerung zu verhindern, flohen Hunderttausende in den Kanton Sherpa nahe Aleppo. Dieser Überfall geschah mit der Duldung aller Regierungen der globalen Staatengemeinschaft und mit direkter Unterstützung durch Russland, das den Luftraum für die türkischen Kampfflugzeuge freigab, und insbesondere durch Deutschland, dass die türkische Armee mit Leopard 2 Panzern und deren Waffen hochgerüstet hatte. Die Folgen der Besatzung sind furchtbar. Die Besatzer, vornehmlich die dschihadistischen Milizen, plünderten, raubten, mordeten, vergewaltigten, entführten und folterten. Und dies tun sie immer noch, während der türkische Staat durch gezielte Ansiedlung von islamistischen Milizen und ihren Familien die Demografie der Region veränderte und damit eine Region zerstörte, die sich bis zur Besatzung in den Bereichen Demokratie, Frauenbefreiung, gesellschaftliche Vielfalt und Ökologie richtungsweisend organisiert hatte. Gleichzeitig bedroht der türkische Staat den gesamten Nordosten Syriens, das Gebiet der Selbstverwaltung von Nord- und Ostsyrien und den Norden des Irak und kündigt die vollständige Vernichtung der Kurdinnen an. Schon wieder stehen Leopard 2 Panzer aus deutscher Produktion an der Grenze zu Nordsyrien. Das heißt aber nicht, dass wir unser Ziel einer Städtefreundschaft mit Afrin aufgeben. Im Gegenteil, am vergangenen Donnerstag haben wir Besuch von einer Delegation aus dem geflüchteten Camp der Menschen aus Afrin in Sherpa. Mehrere Gruppen aus Oldenburg waren gekommen, um zusammen mit Ihnen und mit uns zu überlegen, wie wir unter den Bedingungen der Besatzung Afrins unsere Kontakte fortsetzen können. Dazu gehört selbstverständlich die Unterstützung der Geflüchteten in den Camps, deren Probleme in humanitärer Hinsicht uns eindringlich geschildert wurden. Dazu gehört aber auch, dass wir uns gegen jegliche Kriegspolitik, gegen das Schweigen der Regierung, gegen ihre Beschwichtigung und ihre verlogene Rechtfertigung aktiv zur Wehr setzen, uns weltweit vernetzen und verbinden und aktive Solidarität mit wegweisenden demokratischen Modellprojekten wie zum Beispiel dem der Selbstverwaltung von Nord- und Ostsyrien üben und eine Anerkennung der selbstverwalteten Regionen und ihrer Verteidigungskräfte durch die internationale Staatengemeinschaft fordern. Ebenso müssen wir den Rückzug der türkischen Armee aus Afrin und die Rückkehr der Geflüchteten in ihre Region, in ihre Städte und Dörfer und ihre Wohnungen und Häuser fordern. Wir müssen uns auch solidarisch erklären mit dem Hungerstreik der mehr als 7000 Menschen in der Türkei und weltweit, die für die Aufhebung der rechtswidrigen Isolation von Abdullah Öcalan, dem Repräsentanten der türkischen Bewegung, kämpfen und dadurch eine friedliche Lösung des türkisch-kurdischen Konflikts auf dem Weg von Verhandlungen möglich zu machen. Das ist nur ein Beispiel, das ist unser Beispiel. Krieg, Vertreibung, Zerstörung, Flucht, Ausbeutung, soziale Missstände, Hunger, Armut, Vergewaltigung, Folter, Genozide,
gehen wie ein Gespenst durch die Welt und hängen wie ein Damoklesschwert über den Köpfen der Menschen. Wir erleben, dass überall auf der Welt Werte wie Frieden und Freiheit, Menschenrechte, Demokratie und Meinungsfreiheit mit Füßen getreten werden. Und der Wunsch vieler Menschen nach einem friedlichen und gemeinsamen Zusammenleben aller Menschen, den ökonomischen Interessen weniger geopfert werden. Gegen diese Spirale der Gewalt müssen wir uns zusammenschließen und aktiv werden. In diesem Sinne unterstützen wir den Ostermarsch 2019 und wünschen uns eine laute und entschlossene Demonstration und weiterhin viel Kraft, Kreativität und Solidarität auf dem Weg zu einer freien und friedlichen Welt. Dankeschön.